als ich erfahren habe, dass ich Vater werde, dachte ich so, mein Leben wird einen Sinn haben, aber da merkst du aber relativ schnell so, nee, ist teurer. Und ist einfach, der Sinn besteht darin, mehr zu arbeiten. Und ich habe mich am Anfang gefreut, meine Frau wurde immer runder und du kannst helfen, du fühlst dich halt wirklich gebraucht. Ne? Du kannst dir durch die Wohnung rollen, du kannst dir Platz machen in der S-Bahn, sagen, geh weg, Oma, deine Zeit ist um. Ne? Zeit für was Neues. Ne? Husch, husch. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn du gebraucht wirst. Und weil wir aber nicht verheiratet sind, muss ich eine Vaterschaftsanerkennung machen. Also, hä, ich war doch dabei. Wieso muss ich das machen? Weil wenn du verheiratet bist, ist es automatisch dein Kind. Egal, wie sehr du deiner Frau vertraust. Okay, keiner? Findet ihr nicht ein bisschen kurios? Also vor 100 Jahren hat noch Sinn gemacht, weil dann durfte man seine Frau noch einsperren. Aber heute haben die ja mehr Rechte. Was gut ist. Okay, ich arbeite gerade direkt auf einen neuen Shitstorm zu. Oh, ihr versteht, was ich meine. Ist doch keine Garantie, nur weil man... Okay. Jedenfalls, ich musste zur Vaterschaftsanerkennung zu Frau Klemski, die sah auch so aus, im Jugendamt. Und ich bin da hingegangen, die hat mich total böse angeguckt. Ich so, tut mir leid. Und die so, ja, ne. Und dann habe ich wieder hingesetzt und ich war ganz an der Wand und der Tisch war direkt in meinem Bauch drinne. Und meine Frau hatte voll Platz, ne. Und Frau Klemski guckt mich so an, so, Herr Danziger, hören Sie zu, Sie müssen das Kind lieb haben. Ich so, Moment, Stift und wollte mir Notizen machen. Da hat sie angefangen zu lachen, hat gesagt, wir sind in Deutschland, war ein Scherz. Und, dann hat sie gesagt, Sie müssen das Kind auch mal füttern. Ich so, was fressen die? Und Sie dürfen das Kind nicht in den Toaster stecken. Ich so, voll langweilig. Und dann hat aber Frau Klemski noch was Wichtiges am Ende dieser Vaterschaftsanerkennung gesagt. Und er hat gesagt, Herr Danziger, hören Sie zu, seit dem 2. November 2000 darf man Kinder in Deutschland nicht mehr schlagen. Und ich dachte noch so, wow, wie schlimm muss der 1. November 2000 gewesen sein? Wenn man aggressive, überforderte Eltern hatte, die sich mit der aktuellen Gesetzeslage gut auskannten. Morgen kann ich das nicht mehr machen. Ist doch nicht so lange her. Bis 1957 gab es in der Bundesrepublik das Züchtigungsrecht. Da durfte der Mann des Hauses, der Wohnung unter des Hofes, jeden vermöbeln. Das war vollkommen okay. Ja, Arschloch. Ne? Und dann hat er vielleicht dann die Polizei gerufen und kam die Polizei und ist dann aber zu dem Mann gegangen und hat gesagt, hat das verdient? Ja, nur dann, High Five. Das war natürlich total unfair und da haben sich auch einige Leute beschwert und zum Glück kam es 1958 dann endlich zur Gleichberechtigung und dann durften die Muttis auch zuhauen. Ja, und bis man dann aber Ende 90er Jahre ging dann die Diskussion los, wo man sagte, ja, Kinder schlagen ist vielleicht nicht die beste Idee, aber es gab eine Partei, die hat gesagt, nee, Kinder schlagen gehört dazu, das sind gute christliche Werte. Und die Partei, oder ein besonderer Herr hat sich dafür sehr eingesetzt, dass man weiter Kinder schlagen darf. Und das war Friedrich Merz. Und Herr Pofalla. Das Hauptargument war, es wäre eine Kriminalisierung der Familie. Und man merkt das ja heute noch, wenn zum Beispiel ein Papa durchdreht, ne, und seine ganze Familie umbringt, dann reden wir nicht von Mord, sondern von einem Familiendrama. Oh.